Eine Unterkunft für Asylsuchende in Stuttgart-Sillenbuch. Yama Maksudi arbeitet hier als Flüchtlingsberater. In seinem Ehrenamt setzt er sich für Kinder und Jugendliche ein, die alleine in der Fremde sind. Teilweise sind sie über Monate unterwegs, teilweise auch zu Fuß kommen, wenn sie kein Geld haben, um den Schlepper zu bezahlen. Und die sind fertig mit der Welt und mit sich selber. Als Erste brauchen sie Ruhe, dass sie hier ankommen. Und diese Möglichkeit versuchen wir, diese Menschen zu geben. Yama Maksudi hat den deutsch-afghanischen Flüchtlingshilfeverein gegründet. In seiner ehemaligen Heimat will er Aufbauhilfe leisten. Die Kinder bilden die Zukunft eines Landes. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann kann man das Land auch nicht aufbauen. Und das ist mit ein Grund, warum ich dann überlege und dann sage, wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, dass die Menschen nicht ihr Heimatland verlassen. Mit Spenden hat Yama Maksudi bei Kabul einen Kindergarten und eine Krankenstation aufgebaut. Jedes Jahr hilft er dort 3 Wochen mit. Durch Bildung kann man auch eine Friedenserziehung bei den Kindern sozusagen ansetzen und dann dadurch auch Frieden in Afghanistan bringen. Marlene Seckler ist Referentin für Migration. Seit 9 Jahren arbeitet sie mit Yama Maksudi zusammen. Er hat natürlich eine Persönlichkeit, die deswegen auch gewinnend ist, weil er trotz all dem, was manchmal passieren kann an Dramatik und Tragödie, der Schicksale dieser Menschen, dieser Flüchtlinge, ob in Afghanistan oder hier oder irgendwo anders, er immer noch seinen Humor behält.